Sonntag, der 19.11.2012 im Urseetal. Ich komme gerade von einer schönen Stelle, wo ich ein bisschen geschantet habe und Mantren ins Wasser gesungen habe. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Das Wasser nimmt die Information auf und trägt sie weiter in die Welt. Ja, und jetzt geht hier gerade in einem wunderschönen Farbenspiel die Sonne unter. Da hinten irgendwo ist auch der Feldberg und der Bällchen. Ich liebe es, ich liebe es. Wie an jedem anderen Platz auf dieser Erde auch. Es ist eine besondere Schönheit, die aber auch bei jedem Platz zu finden ist. Wenn man sie nur sehen will, wenn man sein Herz öffnet für das Schöne, was wir geschenkt bekommen, was einfach da ist. Ja, Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude für jeden von euch und jeden, den ihr trefft. Schenkt es weiter, es wird bei euch bleiben. Ich liebe euch. Shalom, Namaste, Amen. Wird wohl so sein. Schon interessant, die Namen hier, oder? Seid gegrüßt, meine Freunde. Peace Trail 2012 in Freiburg. Da liegt ein riesen Monolith. Ich bin 15 Millionen Jahre alt und 20 Tonnen schwer. Ich stamme aus Kaiserstuhl und wurde im Erdinnern in heißem Magma geboren. Bei später Tiaren Eruptionen blieb ich im Vulkanschlot stecken und bin an der Oberfläche auskristallisiert. Man nennt mich Klingstein, Phonolith. Aus Dankbarkeit für die Fülle und Anregung der Natur, Kultur, Wissenschaft in Freiburg wurde ich hierher gesetzt. Ich soll euch als Mahn und Klingstein daran erinnern, dass die Natur viel älter ist als ihr und niemand das Recht hat, sie zu zerstören. Nur durch ganzheitliches Denken und Handeln im Einklang mit den Naturgesetzen könnt ihr weiterleben. Die Natur braucht euch nicht, aber ihr braucht die Natur. Wie wahr, wie wahr.
Nicht Park and Ride, Kiss and Rail. Geile Idee. Geile Idee. Yeah. Mal gucken, was geht. Der Brunnen läuft. Yeah. Der Bau macht Musik.
Boah, das sieht krass aus. Heftig, heftig. Das ist auch ein schöner Hintergrund für ein Rap-Video. Wow. Nicht schön, aber selten. So geht's also auch. Ist mir lieber. Gute Idee. Liebe euch! Auf die Plätze! Fertig! Los! Frühstart! Frühstart! Wow. Alter, das ist wirklich krass. Sollst mal der Taro rufen? Ah!
nicht Schwarzwald, Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise Niedersachsen. Ja, danke schön. So. Dieses Schild kenne ich noch sehr gut und es freut mich, wieder in Delhi zu sein. Sehr gut. Das mache ich. Ja, also. Ich bin in Delhin, juhu, bei den Wildpferden. Die Sonne scheint. Sie bekommen mittlerweile auch Strohzugfütter. Das war in dem 2011er Jahr auf jeden Fall noch netter. Sie mussten ganz klar allein klarkommen. Vielleicht jetzt aber auch nur für den Winter, ne? Ja, aber auch da, also in dem einen Winter haben die nichts bekommen. Gar nichts. Das war, habe ich extra nochmal nachgefragt. Hallo, hallo, und wir kommen zu euch. Hallo. Hallo Manitou, hallo mein Lieber, wie geht's dir? Hallo. Grüß dich. Ah, ihr seid so lieb. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Hey, hey, hey. Seid lieb. Ja, da machen die Bäume wieder Musik. Einen gewissen Pfad, den die immer laufen. Mhm. So einge. Sehr deutlich. Die laufen gar nicht so querfeldein über die Wiese. Auch mal, aber genau, die haben auf jeden Fall ihre eingetretenen Pfade und Hauptstrecken. Aber wie oft sind sie dann doch auch mal so aufgeschreckt, wild irgendwo ja, rumgepäst? Ich meine, nur gerade sieht man ja ganz deutlich, wo sie mal langlaufen. Genau. Wo sie gar nicht langlaufen, wo sie ganz viel langlaufen. Ja. Die gehen jetzt ans Wasser. Probably. Und ganzjährig draußen, ohne Stall. Das sind schon krasse, krasse Tiere. Ja. Habt ihr noch den Namen der Rasse gemerkt? Conales? Kunig. Kunig. Genau. Der steht vorne an dem Kibbut auch dran. Aber ja, den habe ich mir gemerkt. Die lieben Konigs aus Osteuropa. Und die haben wirklich auch noch so Urpferdegene. Da habe ich irgendeine Doku. Ah, die altvertraute Wildpferdekoppel. Endlich stehe ich mal wieder hier. März 2013. Ein gutes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Ah.
Und ich liebe es wie eh und je. Ganz toll. Na Manitou, du Süßer. Ich habe leider nichts zu essen dabei, aber ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe für dich, mein Süßer. So eine tolle Sonne, ha? So eine tolle Sonne. Ja. Ja. Ach, ist es schön, bei euch zu sein. Das liebe ich. Knabber, knabber. Ich habe nichts zu essen dabei. Nichts zu essen dabei. Ah, ist das tolles Wetter. Ihr seid so lieb. Oh, nur schlabbern, nicht knabbern, gell? Wie immer. Na, 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 na. Nicht in die Jacke knabbern. Bum, bum. Jawohl! Ohne Überkippen geschafft. Juhu! Das ist aber echt gut gestehen, wenn wir machen. Freunde. Hari Om. Hari Om. Wir sind in Delin, Permahof Utopia. Ihr seht gerade den Michael beim Knoblauch zerkleinern. Vorher hat er hier schon Zwiebeln vorbereitet. Wir machen nämlich jetzt Seitan. Seitan. Das möchte er mir beibringen. Er hat mich neugierig gemacht auf das Rezept. Und Seitan ist ein Fleischersatz. Eine Alternative zu Tofu, was ja auf Soja basiert. Und da ist jetzt was anderes drin, wo viel weniger Genmanipulationen stattfinden. Nämlich? Es ist mit Weizenmehl gemacht. Ganz normales Weizen, Typ 550. Kann man, wenn man Weizen jetzt auch nicht mag, weil Senf, irgendwie Gluten oder warum auch immer man es nicht mag, kann man auch Dinkelmehl nehmen. So, für diejenigen, die es möchten, kostet dann, ne, wenn man es im Bio macht, kostet das dann 50 Cent mehr das Kilo Ausgangsmaterial. So, nicht Ergebnis. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Die Herstellung dauert insgesamt ungefähr 2 Tage. Ja, aber also aktive Herstellung ist, sagen wir mal, eine Stunde, etwas über eine Stunde, die man in der Küche beschäftigt ist. Es muss dann halt noch 2 Tage eingemacht im Glas
vor sich hinziehen, ehe das vernünftig durchgezogen ist und die richtige Konsistenz angenommen hat. Sehr schön. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und wenn es fertig ist, werden wir nach dem Verkosten auch nochmal Feedback geben. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass es ganz toll und großartig ist. Hier sehen wir noch einen Gemüseburger, den gab es gestern. Heute gab es Gemüselasagne. Hier ist ein frisches, selbstgebackenes Brot von Micha im Backofen. Selbstversorgung, selber machen, ganz viel selbst machen. Mit Liebe, in Dankbarkeit. Hare Krishna. Hare Rama. Ja, es macht einfach Spaß, Sinn, ist gesund und ist erfüllt. Und man kann so viel lernen und lernen macht Freude. Wenn man was Sinnvolles lernt, macht es wirklich Freude. Ganz anders als in der Schule oder in der Ausbildung. Definitiv, das stimmt. Aber vieles war da. Ja, sofern sich ein Sinn erkennen ließ. Ja, genau. Dann einfach nur wir lernen, um des Lernens willen, war mir dann auch zu blöd. So, warten wir jetzt erstmal an. Beziehungsweise könnten wir auch erstmal den Teig anfangen fertig zu machen. Das ist nämlich das Sinnvollere eigentlich jetzt. Gut. Haben hier 2 Kilo Weizenmehl genommen, damit wir auch, weil es ist ja schon ein bisschen Aufwand, eine Stunde, die man hier in der Küche steht, dann kann man gleich ein bisschen mehr machen. Einfach nur mit Wasser durchkneten. Genau. Micha hat mir nämlich auch schon gesagt, ich habe auch gefragt, wie lange das fertige Produkt haltbar ist. Und da das eben eingemacht ist, ist das sehr lange haltbar, wenn man wirklich gescheite Gläser oder einen gut luftdichten Verschluss hat. Von daher macht es wirklich Sinn, da auch eine größere Menge zu machen. Also in dem Rezept steht 2 Wochen, das kann ich mir aber nicht erklären, weil es ist einfach ganz normal eingemacht. Wenn da vernünftig Unterdruck drin ist und so, dann sollte sich das wirklich lange halten. Und ich Mehl wird ja auch nicht innerhalb von 2 Wochen schlecht. Ja. Und scheinbar ist es auch so lecker, dass es niemals so lange dort stehen bleibt. Immer so lecker, wie man halt den Sud macht. So das selber, was so das Seitan selber an sich hat eigentlich gar keinen Geschmack so richtig. Ist einfach reines Eiweiß aus dem Weizen hier jetzt dann halt ausgewaschen. Man kann sich auch Seitanmehl im Bioladen oder so kaufen, aber ich finde, so viel Aufwand ist es jetzt so echt nicht, das selber zu machen. Und dann hat man es wenigstens komplett selber gemacht, alles Handarbeit und selber und besser und so. Hare Krishna. Ja. Ganz toll. Gut, der Teig wird geknetet. Ich schalte bald wieder rein. Ja, ich bin hier gerade am Weizenteig auswaschen. Ich habe erstmal Weizen ganz normal mit Wasser und Teig gemacht. Dann wird der einfach ab und an mal abtropfen lassen, unter Wasser gesetzt. Und dann seht ihr jetzt das schon beim Einlaufen, wie sich das hier alles schön weiß wird. Das wird gleich noch viel weißer, so richtig wie eine Milch, wenn ich das hier anfange durchzukneten. Wenn das dann milchig ist, dann wird es wieder abgekippt. Und letzten Endes bleibt dann nur das Weizeneiweiß, das sogenannte Gluten, über. Vielen Dank für die Aufklärung. So, der Micha, der hat jetzt schon 4-5 Mal immer wieder das erstmal mit Wasser geflutet. Sagen wir mal 10 Mal. Okay, sagen wir 10 Mal. Und das dann immer wieder im Sieb ausgepresst. Und das hat jetzt zwischenzeitlich erstmal ziemlich an Masse abgenommen, da soll man aber nicht erschrecken. Es geht nämlich wieder um das 3- oder 4-fache auf. Wir werden das alles festhalten. Genau. Bis zum nächsten Schritt. So, Teig haben wir fertig gemacht. Ist jetzt so eine schwammige Glibber-Wabbel-Konsistenz. Soll man sich aber nicht von täuschen lassen, das ändert sich dann im weiteren Verarbeitungsschritt nochmal.
Kann man jetzt erstmal stehen lassen. Da tut sich nichts. Hände waschen und dann machen wir den Sud. Vollgas? Ja, warte, komm, ich mach ruhig. 7 Tomatenmark. So. Da sind jetzt wie gesagt Zwiebeln und Knoblauch schon drin mit ein bisschen Öl. No, das kommt dort noch rein. Da ist mal alles drin. Also Wacholder brauchen wir. Wir brauchen schwarzen Pfeffer etwas. Wir brauchen Lorbeerblätter. Und dann noch die hier. Und ansonsten schauen wir hier, die nicht mehr reichen. Dann brauchen wir Brühe, etwas Paprika und Peperon. Das hört sich interessant an. Jetzt alles. Ja, das war's. Freddy, kommentier mal die Konsistenz, bitte. Es hält gut zusammen, wie man sieht. Also es klebt aneinander. Es ist stretchy. Sehr stretchy. Das lassen wir mal so stehen. Na, brutzelt schon. Das ist klein. Ja, stimmt. Den Geruch kriegt ihr natürlich jetzt nicht mit, aber der ist auch gut. Zwiebeln und Knoblauch angebraten, einfach nur ein Buch genossen. Ich liebe den Geruch von Zwiebeln. Ich spiel's mit. Zwiebeln habt ihr jetzt ja auch gesehen gerade, die fangen jetzt gerade an glasig zu werden und kann man jetzt auch gleich ablöschen. Ein bisschen putzeln noch so. Ein bisschen Liebe reingeben. Water Renew im Wasser? Ja. Sehr schöner Tipp von Michael. Immer ganz viel Liebe reingeben in das Essen. Was auch nicht schaden kann, wenn man es mag, einfach bei der Herstellung chanten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das habe ich in dem Hare Krishna Mantra wie, was, warum ausführlich erklärt. Ich bitte dich, dir es nochmal anzuschauen. Ich erkläre es dir nachher. So, jetzt wurden die angebratenen Zwiebeln und der Knoblauch abgelöscht. Ich habe 4 Löffel, also Esslöffel, Tomatenmark sind da jetzt drin. Es kommt ein bisschen schwarzer Pfeffer, da braucht gar nicht viel rein, so eine kleine Handvoll, reicht völlig aus, wird schweinescharf werden. Genau dasselbe Spielchen macht man mit den Wacholderbeeren. Einfach auch eine kleine Hand rein, fertig. Das ist übrigens jetzt ein Spezialrezept von Michael mit Wacholderbeeren und Lorbeerblättern. Ja. Macht das mal nach. Kommt da auch rein. Ist die Wassermenge, jetzt kann man da irgendwas zu sagen? Ich habe 3 Liter jetzt gemacht für 2 Kilo Mehl, die ich verarbeitet habe. Das kommt auch ziemlich genau hin. Da wird wenig bis gar kein Sud überbleiben. Sehr gut. Also wirklich leicht zu machen, ist ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich. Weil es so kleine Peperonis sind, ne, man sieht hier, nehmen wir einfach dann mal 2. Eine normal große, wenn man dann größere hat. Klein schnibbeln und mit rein. Weil sich das auskocht, der Geschmack.
Wie lange wird das jetzt gekocht? Also das, wenn ich das jetzt fertig abgeschmeckt habe und dann können wir den Teig fertig machen und das dann richtig anfängt zu kochen, also auf volle Pulle kochen, wo richtig blubber, 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 ganz viel, 10 Minuten da rein. Und dann nach den 10 Minuten kann man es ein bisschen runterstellen, dass es noch leicht vor sich hinköchelt, nochmal eine halbe Stunde weiterkochen und dann kann man das in Gläser abfüllen. Okay. Also das geht fix. Das geht fix. Ab diesem Punkt geht das jetzt relativ fix, ja. Und wie lange stehen wir jetzt in der Küche? Eine Dreiviertelstunde maximal, oder? Wenn es hochkommt, ja. Also das insgesamt eine Stunde, anderthalb. Wenn man zu zweit arbeitet, ist das halt wirklich sehr entspannt. Dann kann einer in der Zeit, wo der eine den Teig ausknetet und vorbereitet, schon den Sud perfekt fertig machen. Es dauert auch in etwa zeitgleich, dass man dann wirklich mit 40 Minuten Arbeitseinsatz zu zweit fertig ist. Ansonsten dauert es halt ein bisschen über eine Stunde, weil man kann sich ja nun mal nicht zerreißen. Und während man den Teig ausknetet, hier einen Sud anrühren, das geht halt nicht. Und man hat etwas mehr Zeit, Liebe reinzugeben. Das darf jeder selbst wählen. Habt Freude. Ja, schlecht gelaunt kochen ist nicht gut. Wir haben gute Laune, ihr gehört's. Da muss man mal ab und an einfach ein bisschen nachschmecken, nach Gefühl, ein bisschen nachwürzen. Irgendwann schmeckt das schon richtig lecker. Klare Gemüsebrühe. Okay, wir lassen mal weiter abschmecken und melden uns wieder. Habe ich aber auch gemacht. Also wir durften eben alle mal nach dem Abschmecken kosten und es schmeckt sehr gut, wie eine Gemüsesuppe. Ja. Würzig, würzig auf jeden Fall auch. Man darf gespannt sein und die Lorbeerblätter und Wacholder, die kommen ja erst noch. Suppe schon essen, ne? Ja, genau. Das wird jetzt schön aufgekocht. Nimm mir den Löffel ab. Jetzt wurde der Teig aus dem Sieb gekippt. Der Sud ist am Kochen. Mein Tipp ist auch wirklich möglichst dünn ausrollen, weil das geht nochmal relativ stark in dem Topf dann beim Einkochen im Sud auf. Und je dünner das ist, umso schöner wird dann beim Anbraten später in der Pfanne auch so eine richtig schöne fleischige Konsistenz erreicht. Gut dünn. Also so 10 Minuten auf volle Stufe durchblubbern lassen und dann kann man es etwas runterdrehen. So, und jetzt schneide ich hier, werde ich hier einfach Streifen schneiden, daraus mache ich mir dann Stücken aller Geschnetzeltes und es kommt dann in den Topf rein. Und der Teig ist jetzt so, ich würde mal sagen, 3 bis 5 mm dick ausgerollt. Und das Brot ist fertig. Das selbstgebackene Brot zwischendurch. Hier ist immer was los. Selbstversorgung, selber machen.
Ist echt krass, die Konsistenz. Ja. Da könnte jetzt theoretisch jemand mitschneiden, ne? Dann wäre. Könnte theoretisch. Jetzt wissen wir. Könnte auch theopraktisch. Was für ein. Jetzt wissen wir ja, was für ein Stück ist. Freddy knetet auch erstmal mal ein bisschen Liebe rein, bevor er da schneidet. Das ist auch richtig so. Hier in der dünner gewesen. Hier in das Mal arbeitet sich nachher gesagt, okay. Nimm dir den Streifen rüber, wenn du fertig geschnitten hast, ich schneide ihn dir und gib ihn dir rüber. Das ist ordentlich schon. Tisch sieht ja eigentlich ganz sauber aus, wenn man ihn jetzt mal abtrocknen lassen würde, wäre das auch ein sehr lustiges Bild. Der ist nämlich ganz schön weiß. Ich mach noch einen Streifen. Okay. Da werde ich dann eine Sequenz, werde ich so im Zeitraffer laufen lassen, dass ihr so die Dinger fertig macht. Vielleicht. Hört sich gut an. Ja. Nicht so gut, wenn sich die Seite ein Stückchen nochmal berühren, dann kleben die direkt wieder oder wollen sie zusammenkleben. Okay. Ja. Nämlich weniger. Also bevor es rein tun. Also merken, man muss die einzeln reintun, sonst kleben die aneinander. Yes. Geschnittenen Teigteilchen, die quillen jetzt ganz schön auf in dem Wasser, das sieht man jetzt schon wieder. Ja. Also
Ne? Zwei- bis dreifache locker, was das auffüllt. Sieht so ein bisschen aus wie Mäusespeck von der Konsistenz, wenn ihr das von früher kennt. So, das ist fertig. Hat jetzt lang genug gekocht, 40 Minuten insgesamt. Jetzt kann man das einfach völlig abfüllen. Sieht momentan aus fast wie so Ravioli oder so, aufgequollener Teig. Mit Sud zusammen in die Gläser. Dann ziehen wir bitte den Handschuh. Schön. Ordentlich festdrehen. Über Kopf hinstellen. Ja, das werden noch ein paar Gläser. Also auch immer genug Einmachgläser im Haus haben. Es kann nicht schaden, die alten Gläser zu spülen und aufzuheben und eben nicht ins Altglas zu werfen. Da hat man ja im Haushalt genug. Und die können dann auch schön wiederverwendet werden. So ist es richtig. So, die Gläser wurden jetzt gefüllt und wie gesagt, jetzt müssen die sozusagen noch 2 Tage in den Gläsern ruhen oder gären oder gehen oder wie auch immer und danach ist es durchziehen. Durchziehen und dann ist es ready to grill, koch, whatever. Und wir machen dann noch den Essensbericht. Hier ist auch noch ein Glas. 2 sogar. Das ist die Portion dann hier zum Verkauf liegen. In 2 Tagen dann. Ja, genau. Seitan Produktion, nächster Schritt. Seitan ist fertig. Wir können jetzt probieren, das Glas aufzubekommen. Es gestaltet sich hier sehr schwer. 2 Tage musste das, wie gesagt, durchziehen. Wir haben jetzt 2 Tage gestanden, genau. Aber das ist wirklich ein Glas, das ich mir da ausgesucht habe. Sehr gut. Hier sieht man schon mal ein paar ausgeleerte. Die sind von der Konsistenz jetzt von glibberig zu ganz hart geworden. Also ja, also man darf sehr gespannt sein. Ich gieße das jetzt hier halt mal durch ein Sieb ab, dann hat man den Sud halt nochmal für eine Brühe oder so in der Richtung oder als Suppe. Man sieht jetzt halt hier so die Konsistenz, die ist wirklich, die ist schon sehr fest. Das hat man aber auch nur, wenn die jetzt so schön dünn sind. Wenn man die dickeren nimmt, dann sieht man auch direkt, so die sind wesentlich weicher, haben nicht so eine feste Konsistenz bekommen. Aber lassen sich jetzt nicht mehr so gummimäßig ziehen? Nee, auf gar keinen Fall. Wirklich richtig fest geworden. Sollte denn jetzt auch mal fürs Essen. Und die weitere Verarbeitung ist jetzt? Einfach ab in die Pfanne mit Öl. Ab in die Pfanne. Wir halten euch auf dem Laufenden. Letzter Schritt, einfach anbraten. Ich habe jetzt ein bisschen Öl schon in der Pfanne warm gemacht auf mittlerer Stufe und jetzt schmeiße ich mir das einfach alles hier rein und brate das in Anführungsstrichen möglichst scharf an. Dazu gibt es bei uns Ofenkartoffeln. Es riecht hier in der Küche herrlich. Hier wird gerade der Salat zubereitet. So.
goldbraun wie Fleisch. Ich ist aber kein. Das jetzt nur so oft und ständig, weil die Pfanne hier einfach noch nicht so lange in Benutzung ist und ist halt eine Edelstahlpfanne, da brennt das sonst schnell an. Aber es wird großartig, gut zu handeln, wirklich ganz ähnlich wie Fleisch, so wie das aussieht. Und viel besser wie Tofu. Also von der Konsistenz her. Und dafür ist kein Tier gestorben. Kein einziges, ja? Gyrospfanne, Auerochse. Nein, immer noch Seitan aus Weizenmehl gemacht, selbst gemacht, nicht gekauft in einer Vegetarier-Veganer-Abteilung, selbst gemacht aus Mehl, aus Wasser, aus Salz. Micha, hilf mir bitte nochmal. Also Salz ist da jetzt gar nicht drin. Entschuldigung. Die Brühe ist aber halt gesalzen, so darüber kommt das Salz so schon rein. Du hast dann Lorbeer noch drin, Wacholder, Knoblauch, Tomatenmark und Pfeffer. Ihr habt es ja vorher auch schon gesehen, aber Wiederholung kann nie schaden. Es sieht wirklich lecker und schmackhaft aus. Und es riecht auch so. Dazu gibt es bei uns Ofenkartoffeln, hatte ich ja schon gesagt. Also jetzt wird es wirklich goldbraun angebraten. Das ist so lecker. Sieht es aus. Ist jetzt auch kurz vor fertig. Hartig richtig. Hat es eine Viertelstunde gedauert, jetzt mit ständigen Wänden das so ordentlich vernünftig anzubraten. Maximal, ja. Ja, wenn man es nicht ständig wenden würde, würde es ja schneller gehen, aber das geht bei mir ja aktuell, habe ich ja gerade erklärt, warum nicht. Und das Seitan wird halt aus meiner eigenen Erfahrung erst so richtig gut, wenn es halt wirklich auch so schön braun wie das hier jetzt gerade ist. So, dann hat das so eine richtig schön knackige Kruste, das, was man ja eigentlich am liebsten hat, so wenn man andreht. Die Restaromen, genau. Wir haben auch gerade nochmal festgestellt, es ist ein wenig eingegangen, aber nicht so stark, wie jetzt Fleisch eingehen würde in der Pfanne. Kein Vergleich, ja. Das Volumen bleibt ziemlich erhalten. Das hat wirklich viele Vorteile. So, Pfanne kann aus. Wieder auf der Wildpferdekoppel. Beim Sonnenuntergang mit dem Hund noch ein bisschen draußen und einen alten Bekannten besucht und umarmt. Fühlt sich einfach gut an. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Halleluja. Allahu Akbar. Namaste. Shalom. Amen. Amen. Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude, Verständnis und Erkenntnis. Loka Samasta, Sukhino Bhavantu. Om Shanti Om. Halleluja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, hier wird gerade Feuerholz vorbereitet. Ja, ihr stellt mir da gerade den Eingang voll. Das ist auch nicht so cool. Für das Lagerfeuer. Okay. Wir haben die Feuerschale fit gemacht. Die war ganz schön versaut und haben ein bisschen Feuerholz geschlagen mit der Hand, mit der Axt. Und nachher gibt es ein Geburtstagsfeuer. Und alle helfen mit und freuen sich. Sind an der Sonne und an der frischen Luft. Ich hab's nicht gemacht. Probier mal ein Testchen. Wir sind gerade in der Küche und der liebe Michael, der gerade vorbildlich auf seinen ganzen Arbeitsplatz schon wieder säubert, hat uns hier gerade vegetarische gefüllte Paprika gemacht. Hier sogar vegan. Ja. Nee, die sind nicht vegan, da ist ja immer noch Dingens. Schafskäse und ach so. Mozzarella drin. Achso, ihr letztes Mal war ja ohne. Nein, genau. Nein, nein, ohne war. Nee, da war Mozzarella war da. Stimmt, schon immer Mozzarella drin. Und ein frisches Brot ist auch schon wieder in der Mache. Und dabei haben wir jetzt gerade Hare Krishna gestanden gemeinsam. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Muss ich auch sagen, hat sich sehr schön angehört. Ja. Römische Jam Session heute. Genau. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Halleluja. Hari Om, Om Shanti Om.
Loka, Samasta, Supino, Bhavanti. Amen, Amen, Amen. Amen. Die ist auch nicht gestimmt. Ich weiß. Ich schwung mal die Melodik. Die da wird sie nicht. Das ist eine ungestimmte Maultrommel. Passen mit dieser Idee. Pause. Das eine war jetzt, glaube ich, ziemlich. Haben wir alles drauf. So, irgendwann bei Freddys Flötenspiel ist dann, glaube ich, 10 Minuten. I'm
Okay, willst du dazu spielen, dann muss ich eine andere nehmen. Warten wir noch ganz kurz, dann muss ich nochmal neu 10 Minuten starten. Eine in die Nähe legen, die harmoniert mit einer, die du spielst. Vielleicht nehme ich mal kurz eine auf. Dann kannst du die nehmen und ich nehme die ganz kleine, dann können wir wirklich zusammen spielen. War wieder A? C. C. Hm. Ich weiß jetzt auch, was du noch nicht verstehst. Wenn dann die mache ich erstmal die, dann gebe ich dir bei Bedarf, weil ja, die kleine. Ja, ja. Auch noch nicht so richtig auf 100 Grad Temperatur. Ja, ja, ja. Yeah.
sehr, sehr schwierig. Oh, ist ja so schön, Max. Ist es. Kleiner die Moltrommel, desto schwieriger wird. Ich muss halt auch die Tasten, muss es mit dem Mahn, weil dann die Zähne nicht gehen. Also es ist ein bisschen anders, klingt es dann eh. Okay. Aber es. Du kannst ja auch an die Eckzähne oder wo auch immer ansetzen. Du musst ja nicht unbedingt vorne der Schneidezahnbereich sein, das geht auch. Thank you.
Sukino Bhavantu Lokaha Samasta Sukino Bhavantu Lokaha Samasta Sukino Bhavantu. Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Lokah samasta sukhino bhavantu lokah samasta sukhino bhavantu lokah samasta sukhino samasta sukhino bhavantu lokah samasta sukhino bhavantu lokah samasta sukhino samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti. Om shanti shanti. Seitenübergleich kann man ja morgen dann noch. Ja, wenn es ausbrennt, dann darf ich auch ausbrennen. Ja, klar. So ist gut. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist schön, mit dir zu sehen. Ich kann auch sehen. Zeig mir mal, wie
sehe dich. So hat Ramona auch im Zug auf der Fahrt war. Perfekt alles. Die Elbe, Mecklenburgische Seenplatte. Ich bin ja mal wieder in Delhin und mache mal gerade eine Radtour durch die altbekannten Wege und Gebiete. Herrlich, herrlich, herrlich. Geht raus, geht raus, geht raus an die Luft, an die Sonne, an den Wind, ans Wetter. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Dankeschön, Dankeschön. Gerne, gerne. Pralsdorf Bahnhof, Tag der Abreise. Wir haben wunderschöne Tage in Delhin verbracht, die Zeit ist verflogen, wie im Flug. Samstag angekommen, heute ist schon Donnerstag, kam einem vor wie ein Augenblick, aber wir haben es sehr sinnvoll genutzt, sehr viel Freude zusammen gehabt. Gemeinsam gegessen, gekocht, spazieren gewesen, musiziert, gebetet. War wunderbar. Und es fehlt noch das Fazit zum Seitan. Also mein Fazit ist ja ziemlich klar, von mir stammt das Rezept. Mir hat es natürlich sehr gut geschmeckt, mir hat es gefallen. Was sagt der Rest? Ich fand es total knusprig, lecker, hat fast wie Hühnchen geschmeckt, wenn man Fleisch mag. Ich fand es total lecker, auch ohne, dass ich Fleisch mag. Und ich werde es gerne immer wieder essen. Wirklich, da also kann man einiges mit machen. Also von der Konsistenz, wer es knusprig mag, man brät es halt knusprig an und kann man bestimmt auch frittieren. Und also alles damit machen, was man will. Nochmal marinieren, wie auch immer. Räuchern. Räuchern, genau. Ich fand es auch spitzenklasse, auch weil man es eben wieder selber machen kann. Und aus nicht tierischen Produkten. Und es schmeckt wirklich einfach lecker. Es schmeckt hochinteressant. Es ist eine Bereicherung für die vegetarische Küche, für die Vegane. Man kann diese Röstaromen wieder ein bisschen reinbringen. Super lecker einfach. Super einfach. Macht's nach. Habt Freude dran. Lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wie immer Liebe und Frieden, Licht und Segen. Glück und Freude, Verständnis und Erkenntnis. Und die anderen wünschen euch sicher auch nochmal was. Ja. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall alles Gute. Von mir gibt es einfach mal ein Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Frieden im Herzen, Frieden im Geiste, Frieden überall, Frieden in euch, Frieden um euch herum. Alles Gute, lebt, liebt, lacht. Alles Gute. Shalom, Namaste, Hare Krishna, Hare Rama, Om Shanti Om, Loka Samasta, Sukhino Bhavantu und Hari Om Tat Sat. Danke, danke, danke. La ilaha illallah. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ah!
Hamburg Hauptbahnhof. Auf dem Weg Richtung Frankfurt. Yeah! Sonst wird es ja, wenn du jetzt große Sticker hast, dass du da durchgehend die Kruste kriegst. Ja, genau, dann wird es auch richtig interessant. Das ist mir eigentlich aber der Platz tauschen, damit ich das dann darüber reden kann. Ja, stimmt, ich mach das schon. Pakora-Herstellung in Worms. Kann dann sagen. Für mich zum ersten Mal, vedische Küche. Ich freue mich. Vielleicht sagen wir nachher noch mehr zum Rezept, vielleicht auch nicht. Pakora. Seitan aus Delin mit Reis, rotem und weißem und der Soße noch vom lieben Michael. Oh, da läuft sogar die Kamera an. Ja, Michael, du siehst, wir genießen dein Essen hier im Schwarzwald und freuen uns. Lecker, lecker, schmecker, schmecker. Lecker, lecker. Nachmachen, vormachen, mitmachen. Einfach toll. Ihr hört bald wieder was von mir. Kommentare dalassen, Fragen dalassen, Kritik. Ihr wisst, ich bin für alles offen. That's the way. Love and peace, meine Freunde. Love and peace. In die ganze Welt. In die ganze Welt.